Und ja, nochmal herzlich willkommen zu Observer. Ich habe sehr lange, sehr, sehr lange jetzt nochmal gesucht und Essens. Okay. Ich habe sehr, sehr lange gesucht und ich glaube, oder was ich glaube, ich versuche jetzt nochmal, bei der Risswunde steht nämlich Tiefe 22 bis 26 mm. Also probiere ich einfach mal 22, 26. Ich habe dann aber noch was anderes gefunden, was ich gerne probieren möchte. Aber ich denke mal 22, 26 wird sein, oder? Okay. Alles nicht schlimm. Ich habe noch eine zweite Sache. Und zwar habe ich hier die ganze Zeit die Dinger hin und her geschoben und habe dann das Buch entdeckt. Das kann ich nämlich auch anklicken. Und das steht 1984 auf. Ja, und da steht 1984 drauf. Deswegen glaube ich, probiere ich nochmal 1984. Da steht mit written in 1984, also 1984 geschrieben. Und da steht 1000-mal 1984 hinten auf dem Buch unten drauf, deswegen 1984 probiere ich einmal mal. Und ich hoffe, es klappt, weil ich habe jetzt eine halbe Stunde gesucht. 1984. Ja! Alter! Okay, also das mit der... Also ich hätte ernsthaft gedacht, jetzt dass es mit der Wundentiefe ist. Okay, also nochmal, ich hätte ernsthaft gedacht, dass es mit der Wundentiefe ist. Dass es denn das Buch ist, das hätte ich nicht gedacht, aber wir gehen jetzt mal dahin. Was passiert hier? Guten Tag. Was ist denn das? Kann ich das scannen, bitte? PC, toll. Was soll ich jetzt hier machen? Was soll ich machen? Was ist meine Mission? Warte mal, ich drück mal hier. Ich muss mal ganz kurz nochmal das Mikrofon richten. So, besser. Ich glaube, ich bin lauter. Wenn nicht, dann bin ich sogar noch viel lauter. Das ist die Wohnung. Also ich meine, ich habe jetzt... Nein. Ich habe es jetzt geschafft, oder was? Muss ich das jetzt machen hier, oder? Ist doch jetzt überhaupt nicht mehr meine Aufgabe, oder? Warte, was bist du? Was bist du? Was? Holographische Bibliothek, okay. Kann ich nicht einfach gehen? Muss ich mir das jetzt... Ich glaube, ich muss mir das angucken, oder? Also ich glaube, es wäre schon schlau, wenn ich mir das angucke. Ich gehe trotzdem. Ich möchte gehen. Ach, warte. Stimmt. Die Tür ist ja noch auf. Muss ich hier noch irgendwas drücken? Hallo? Kann ich jetzt noch so gestattet? Also muss ich jetzt hier nichts mehr drücken. Hier rauf gehe, steht da mit MND Hack. Okay. Also wenn ich hier rauf gehe, dann steht oben ganz kurz Hack mit MMT, aber gut, steht halt nicht. Aber ich kann hier nicht raus. Wieso kann ich hier nicht raus? Ich möchte hier raus. Oh. Ah. Ah. Okay. Alles klar. Innenstadt Inferno. Muss ich das jetzt vorlesen? Okay. Okay. Tragischer Unfall oder aufrührerischer Angriff. Notdienste sind noch vor Ort. Nachdem eine massive Explosion einen Krater in den bis dahin ruhigen Geschäftsbezirk im Innern Krakaus gerissen hat. Krakau. Okay, ist sogar in der Nähe. Man geht davon aus, dass die Explosion von einem Forschungs- und Entwicklungszentrum von Kyron Incorporate ausgegangen ist. Chiron. Aber wenn es das Krakau ist, dann ist es bei mir relativ in der Nähe. Also ich habe da jetzt noch keinen Krater gesehen, aber ja gut. Eine gemeinsame Suche von KPD und Mitarbeitern des Unternehmens ist in Gange, aber die Rettungsteams haben bislang noch keine Überlebenden in den Trümmern gefunden. Die genaue Zahl der Opfer ist noch unklar, aber laut unserer Quellen wurde kein hochrangiger Vertreter von
Chiron in diesem tragischen Ereignis verletzt. Ich trinke mal kurz was. Bisherigen Berichten zufolge ist die Explosion auf einen Reaktor auf Fehlfunktion zurückzuführen. Eine anonyme... So, getrunken. Eine anonyme Führungskraft hat jedoch Zweifel an dieser Version geäußert. Wir untersuchen derzeit alle Möglichkeiten, aber es sieht sehr nach einem terroristischen Anschlag aus. Es ist... Maus. Es ist genau die Art grausame, feige Taktik, die die antirepublikanischen Rebellen so gut zu nutzen wissen. Mensch, wir werden in Kürze eine offizielle Erklärung dazu abgeben. Alles klar, ich trinke nochmal was. Klar. Oh Gott. Wasser. Wasser. Trinkt Wasser, meine Kinder. Ist gut für euch. Okay, wo war ich jetzt? Wenn die Rebellen tatsächlich hinter diesen grausamen Attacken stecken, bleiben ihre Ziele ein Rätsel. Das Zentrum für zivile Forschung durch und konzentrierte sich hauptsächlich auf die Entwicklung neuer und verbesserter neutraler Verbindungen und anderer Verbrauchsprodukte. Falls jemand involviert war, scheint ihr einziges Ziel die Zerstörung und das Einschüchtern. Nein! 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 Okay, und das Einschüchtern? Okay, sorry. Und das Einschüchtern, wo war ich nochmal? Konzentrierte sich, bla bla bla. Bin ich doof? Sind auch wieder die Videovorstellung durch, bla bla bla. Was immer wahrscheinlich das Einschüchtern der Zivilbevölkerung gewesen zu sein. Okay. Beide bitte um einen Kommentar gab Polizeiinspektor Robert Piccola eine schnelle und ernste Antwort. Die Führungskräfte von Chiron haben uns ihre volle Unterstützung bei der Erklärung der Lage zugesichert. Dann zog er sich in seinen Streifenwagen zurück, deutlich über die Ereignisse des Tages bestürzt. Wir halten Sie über weitere Einzelheiten über das Geschehen auf dem Laufenden. Das ist sehr lieb. Mails. Sie wissen es. Okay. Also das ist jetzt das Internet-Inferno, alles klar. Dokumente, Programme und gehen. Okay, alles klar. Also ich gehe erstmal E-Mails. Sie wissen es. Hör mal, ich weiß, du bist ein beschäftigter Mann, aber wir müssen reden. Jetzt. Ich glaube, sie sind mir auf den Fersen. Wirklich, dieses Mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir gestern jemand nach Hause gefolgt ist. Und heute habe ich diesen komischen Typen vor dem Haus stehen sehen. Wenn du meine Sicherheit nicht garantieren kannst, bin ich raus. Ich habe so schon genügend Probleme. HN. Und Komplikationen. Was unsere kleinen Kurier angeht, keine Sorge. Mit ihr komme ich klar. Sie ist nicht wie wir, sie weiß, sie steckt so tief drin und das macht ihr Angst. Du kannst von allen kleinen Hürden nicht zu viel erwarten. Jetzt konzentriere dich erstmal auf deine Arbeit und überlasse das Personalwesen mir. Beruhig dich erstmal und konzentriere dich auf den Preis. JPS. Toll, dass dir das Teil gefällt. Ich denke, es erfasst das Wesen dessen, was wir zu erreichen versuchen. Alles klar. Dokumente. CAA 13879. Korrupte Daten. Und korrupte Daten. Korrupte Daten. Alles klar. Dann Heimsicherheit. Offen Tor, schließen Tor, offen Tor, schließen Tor, offen Tor, schließen Tor, offen Tor. I've deactivated the apartment security system, leaving the crime scene. Okay, wir verlassen jetzt den Tatort. Hoffentlich passiert dabei nichts. This just doesn't feel right. You're still alive, and no one. Oh Gott, die Tür geht nach hier auf. Hallo? Ich bleib hier. Aua. Was sieht denn hier gerade? Hallo? Ich möchte auf den Hof zurück. Ich fühle mich hier falsch. Was
me a day? I need to ask you some questions. Do you know what's going on? My holo projection got cut off. I can't get a signal. The building is under lockdown. No external connection. Not much we can do. Shit. Sounds serious. So, you wanted to ask me something? Entschuldigung, aber... Naja. Do you know who lives in apartment 7? Ist ein deutsches Lettei, also bitte Deutsch reden, ne? I didn't even know anyone lived there. Hey, you wouldn't happen to know when they're gonna fix the connection. Not that it's like super important to me or anything. I just need to know. Ich denke mal, es ist bald wieder repariert. Just take it easy. I'm sure someone is already working on it. Oh good, it's just that it feels weird to just sit here, alone, with my thoughts. You know, can you talk to me some more? It makes it kind of easier. Okay, was können Sie mir erzählen? What do you want to talk about? You know, Gorski the Giant was fighting Killer Cromer today. You an AMA fan? Not really. Sounds like you were. Of course I don't know one since my projector went out. Why are my hands shaking? Gab's vorher schon mal Abregelungen? Oh, well, it must have been at least 7 or 8 years. Ever had a lockdown before? I don't think so. I don't remember my projector going off. Ever. Okay. Dann. Ciao. Ich will nicht Zeitwäsche, wenn du sagen. Ich will das nicht sagen. Geh. Lass mich gehen. Bitte, lass mich gehen. Ich sag das nicht. Der Mann ist nett. Komme ich nicht zurück? Okay, Zeitverschwendung. Also. Sorry, I don't have time for this. Oh, okay. I understand. It's no problem. I'll just sit here, alone. God, I'm really starting to sweat like a pig. Oh, ich kann gehen. Come here, quick. Was? Wo? Her hier. Hi. What is it? What's up with the lockdown? Is it the phage? Was there an outbreak? Too early to tell. I'm looking into it right now. Looking into it? Are you out of your mind? We might all be infected. You don't know that. Best thing we can do is stay calm and... And let them come and slaughter us? I won't let them take me. I won't. Hey. Wieso sind hier so viele Vögel? Ich glaube, wir müssen dahin. Kann das sein? Okay, wir müssen hier hin. Alles klar. Dann gehen wir am besten da schon mal nicht hin. Guten Tag. What do you want? Got a minute, sir. KPD. Oh God, they're here! The cleaners are here! Okay, hier ging auch gerade auf. Ich weiß nicht. Wollen wir mal klopfen? Hi. Hi, this is Tom. And I'm Reed. We hope you're having a positively peachy day. Oh, we sure do. Okay, wir gehen erstmal hier nochmal lang. Und hier nochmal. Hey, I need to talk to you. Get away from me, man. I got a peach on me, and I ain't afraid to use it. No, you don't. Now calm down. I'm just looking for some answers. Oh, I know how you get your answers. I got nothing to tell you. Ah, okay, was für eine Gastfreundschaft. Wir gehen hier rein. Ach, das ist nur eine Toilette. Nix krasses. Nix biologisches. Oh, doch. Nee, doch. Was ist das hier? Hier ist was. Ist ein Buch. Ich hab's mitgenommen. Ich mag Bücher anscheinend. Okay.
Also ich denke mal, ich weiß jetzt, wo wir hin. Alter, was ist denn hier? Was ist denn hier los mit dem Grissel, sag mal? Ich muss mal Einstellungen. Einstellungen. Spiel. Und der Titel natürlich. Audio. Video. Okay, also ich mach mal V-Sync aus. Okay, ich glaube, ich mache V-Sync wieder an, oder? Video, V-Sync. Oh. Gut. Ups. Ich glaube, ich fand's mit V-Sync sogar besser. Ja, doch. Na, ist eigentlich auch egal. Hey PD, I need to talk to you. You broke it! No, you broke it! Would you get this? Shut up! I'm fucking talking here! Yeah, what's this about? Ja gut, Miete aus dem 7. Okay, so it's a guy. Yeah, well, seen him once or twice. I might have a vague recollection. Could you give me a vague description? Maybe. What's it to you? My son might have been staying in that apartment. I'm trying to find him. Well, why don't you tell me what he looks like? I'll let you know if it rings a bell. We lost touch. It's been a while. Sign of the times, yes. See, I'm a family man myself. You shut up! No, you shut up! No, you! I swear, if you don't shut up this instant... Yeah, I can tell. So, can you describe him, or what? Yeah, probably in his 20s. Medium height, medium build. He wasn't very... memorable. Have you seen anything suspicious around the building? Any strange skulking around? Nah, I don't pay much attention to the other tenants. Bunch of losers. A lot of... Not upstanding citizens like you. You bet your ass. Good thing we'll be getting out of this dump soon. Is that right? Yep, I've been working my way up. I even filed for a status upgrade. Once that goes through, we'll be moving to a B-class district in no time. Yeah, good luck with that. Alles klar, ciao, Kakao. So biologisch mäßig haben wir nichts, ne? Oh. Ja gut, die Dinge. Oh. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ups. Aber schließen. Warning. Desynchronization imminent. Administer medication. Oh. Medikamente verabreichen. Machen wir doch gerne. Strain level decreased. Na dann. Holocom-Konsole, alles klar. Auch von Kyron Kirill. Klingeln. Geht nicht ran. Ist auf. Nee. Okay. Wir gehen weiter. Wow. Oh Mann, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Ich bin gerade mal bei der zweiten Folge. Ich meine, die erste Folge war ein bisschen länger als gedacht, aber eigentlich weiß ich auch gar nicht, wie lange ich die Folgen haben möchte, weil... Naja. Wenn ich ehrlich bin,
Eigentlich ist es mir auch egal, wie lang die Folgen sind. Ich mach einfach immer nur so auf gut Glück, wollte ich gerade sagen. Aber vor einer Schnauze. Guten Tag. War das nicht so ein Fahrstuhl? Okay. Einen wunderschönen guten. Drücke MT zu hacken. Okay, alles klar. Alles klar, 0446. Ach, wusste ich doch, 0446. War ja klar. Guten Tag. Ich hab Hallo gesagt. Wieso verschließen die denn eigentlich so einen Zwischengang hier für die Bewohner so? Also warum ist er verschlossen? Ja, nicht. Alles klar. Hallo? Einen wunderschönen guten Abend. Meine Damen und Herren. Nix drin. Alles klar. Hier war drin. Nix Spannendes drin. Hier war drin. Auch nichts Spannendes. Alles klar. Alles klar, Mia. Kino-Spielzeug? Ich sag immer mal Kine. Achtung Eltern, euer Kind kann ein Hologramm nicht anfassen. Die neueste Reihe kinetischer Spielzeuge hilft ihrer Fantasie und ihrem zentralen Nervensystem. Also kinetisch. Spielzeuge. Oh, ich sehe mich selber. Oh, wie schön ich bin. Oh, wenn ich gehe, dann vielleicht kann ich nach unten gucken, kann ich den Kopf sehen. Okay. Boah, geil. Und dass die an sowas auch gedacht haben, dass wenn man irgendwo gegenläuft, dass dann der Gegenstand Geräusche macht und so, ne, Alter, das Spiel ist so krass. Ich meine, allein von der Grafik müsst ihr mal überlegen, so, wie krass es eigentlich aussieht. Es ist so echt. Und ich habe jetzt schon 50 Mal gesagt, dass die Grafik krass aussieht. Ich werde es aber nochmal tun, die Grafik sieht echt krass aus. Come to the door, please. Just wanna talk. Who are you? Did Chiron send you? I'm with the KPD, if that's what you're asking. Seriously? We haven't had a cop around these parts in... ever, I guess. Well, we've got one. Yeah, good luck. You're gonna fucking need it. Okay, Entschuldigung. Kann man aber nächstes Mal ein bisschen netter sagen. Hier ist auch nicht auf. Gut, geht auch keiner ran. Hätte mich auch gewundert. So. Was? Oh. Okay, also erstmal der Polymat 31A, den hatten wir schon. Ja. Okay. Janet left the door open. Ich gehe erstmal hier lang. Wie ist das hier Licht an? Ah, weißt du was? Wir gehen noch mal rein. Hallo? Hallo? Fuck. Mit Feuer und Schwert. Spinnen. Remove your... Implantat. Ach du Scheiße. Alles klar, ich nehme mal unsere Pillen, oder? Wird Zeit. Nö, geht noch. Ey. Geht noch. So, kann ich hier irgendwas... Kann oder muss ich hier irgendwas suchen? Nö. Naja, der Computer... Kann man sich mal angucken. PC, toll.
So, biologischer Sicht. Alles rein. Alles okay. Öffnen können wir hier nix. Na, wer ist da? Niemand. Oh, Vogel. Leck mich. Okay. Ja, gehen wir rein. Oh, hier wird's. Gut. Alles gut, hab nichts geguckt. Hallo die Herren. Erstmal Absperrung. Wieso? Something triggered the lockdown. Trying to get it open. Rudy and I. You think it might be the nanophage? You had any recent outbreaks? No. Last one. Long time ago. Down by the river. All the plants. Also, das Spiel ist zwar geil, aber irgendwie komme ich nie mit. Ausgang. Can we lift the lockdown from the inside somehow? Or get a message out? No. Keep people in. Isolate, accommodate, alleviate. Okay. Alter, ich bin müde. Yeah, gerade mal 16:08 Uhr laut meiner Uhr. Aber ich bin trotzdem verdammt müde. Was? Rudi! Multifunction Service and Maintenance. Drone, don't lose it. What? Wanders off. Sometimes. Need to track manually. Okay. Meter ID. Adam. Can you tell me about the tenant in apartment 7? Tenant? Yeah, tenant. How long has he been living there? Yeah. Maybe longer. Not good with time. You ever talked to him? Didn't get out much. None of them do. All right, Tenman. Let me know if it comes back to you. Meter ID. You keep records of your tenants. I need to match a name to an apartment. Register. Office. Authorized. Personal only. I'm a police officer. That's authorized enough. I know what you are. Are you? Ben. During war, took one medal, sent for one, of you, to get into his head. If you're worried I'm gonna snap, don't be. They don't even let us carry guns anymore. Not worried. Past worrying. Past most things. Ich bin so leise, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie haben im Krieg gekämpft. Is that why you get all this junk in you? Plasma sweep. Hit our convoy.
burrowed through armor. Sorry, I didn't mean to bring back memories. Yes. Memories. Anyway, how about you show me that register now? Tenant. Name. All I have are initials. H and H N. Match. Two entries. Elena Novak. Apartment 104. Hannah Nader 106. Thanks. I might need to see the register later. Can I use your office? You can. Office. Unlock it. Don't make a mess. Okay. I'm gonna go nose around. Can you give me access to the rest of the building? Assistance. Unstable. Unlocked. What I could. Thanks. Sorry, I didn't even get your name. I'm Dan. Name? Janus. Like a Roman god. You know. Good to meet you, Janus. Stay out of trouble. Out. 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 Need to get out. Alles klar. Janus und wie hieß der andere nochmal? Ingo? Nee. Der Roboter hieß. Okay, warte. Ich muss mir das aufschreiben. Der Roboter. Der hieß irgendwie. Oh. Ich guck zwischen den Folgen nochmal. So, wir gehen jetzt nochmal nach draußen, denke ich mal. I wanna go out, out. Oh, out. Out. Ah. Hier ist immer schön, hier bin ich gerne. Ich finde irgendwie die lebendige hier so toll. Generell finde ich das hier sehr schön. Ah, wir können jetzt in den Turtle Shop. Guten Tag. Nicht? Oh. Ich dachte, wir können in den Turtle Shop. Aber wir können doch jetzt bestimmt an der Mülltonne rumfummeln. Ne. Aber hier ist offen. Hier ist offen. Nix. Hier ist. Raphael Orlicky, ein Mann, okay, und hier ist nichts mehr drin wahrscheinlich, ne? Nö. Okay. Hier kommen wir noch nicht durch, hier werden wir bestimmt noch mal durchkommen. So, kann ich jetzt vielleicht hier rein? Gut, versuch was erwähnt. Ja, hallo! Die kleinen Träubchen. Okay. Krasse Sache. Cooler Dude. Okay, die irgendwie. Ich mag Kiron. Nicht. Und Macron ist hier wieder. So, dann gehen wir mal wieder da rein, wo wir die ganze Zeit schon waren. Oh. Achso. Stimmt, wir waren noch gar nicht oben und wir waren noch gar nicht unten. Oha, ich gehe mal nach unten. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man nach unten gehen kann. Okay, ist echt ein verdammt beschissenes Zeichen, wenn man nach unten gehen kann, aber. A real deal? Why leave it here?
Hatten wir nicht im Anfang, also am Anfang, im richtigen Anfang, im Intro vom Spiel, wo gezeigt wurde, also die Credits gezeigt wurden, war da nicht auch eine Rose, sag mal? Also die Credit-Rose. Alter, man kommt überall lang. Ist nicht okay. Können wir hier lang? Nee. Gut, können wir... Hier kommt man nirgendwo mehr lang, oder? Nee, gut. Ich will gar nicht hier unten sein, wenn ich ehrlich bin. Ich finde schön, dass hier alles abgeschlossen ist, aber ich finde nicht schön... Ich finde nicht gut, dass man hier durch kann. Was ist mit der Musik los? Floor B. Okay. Und wieso sollte man hier nicht rein? Oder sollte man hier doch rein? Das ist ja auch noch... Das ist auch noch ein ganzer Block, also G... Ist auch noch ein ganzer Block wieder mit ganz vielen Apartments, oder was? Ach du Scheiße, es ist wieder ein ganzer Block mit Apartments. Und oben geht's auch nochmal weiter. Ich glaube, wir werden niemals fertig werden hier. Ach, hier sind wir. Ja, dann kommen wir doch nach oben. Alles klar, ich dachte gerade, das wäre nochmal ein komplett neuer Block, Alter. Das wäre ja wohl jetzt nochmal... nicht so gut gewesen. Was ist das denn hier alles für ein Schnurr, ey? Floor E. Oh, Alter, mein Schatten. Es geht noch weiter nach oben, Alter. Wie weit geht's denn noch? Okay. Hä? Warte mal. Der liegt hier unten rum. Wenn der jetzt hier unten auch noch ist, ne? Ach, er ist wieder weggelaufen. Ich spreche ihn mal darauf an, dass er weg ist. Und dass ich weiß, wo er ist. Er kann ja selber hingehen. Ich kann ihn nicht drauf ansprechen. Kann ich laufen eigentlich? Nee, ne? Irgendwie mit Shift vielleicht? Nee. Ist nichts mit laufen. Ich möchte aber laufen. Was ist die Ratto? Das haben wir schon gehabt. Ah, okay. Rionitor. Der Rionitor kann gerne... Hier kommen. Also, wir werden jetzt zum Roboter gehen. Der Liebe ist nämlich umgestürzt. 105, 110. Ich habe vergessen... 105, 110. Ich habe einfach vergessen, wie... Ey, hat Deutsch. Natürlich war er, ist er jetzt nicht mehr hier. Oh, Alter, mein Schatten. Oh. Aber ich hab vergessen, welche Apartments es nochmal waren. Die beiden Frauen. Okay. Wenn es weiter nichts ist. Hier kommen wir nicht durch. Okay. Okay, das ist überhaupt nicht irgendwie eklig. Okay. Alles klar. Hier ist also nix. Ach, hier geht's noch weiter. Alter. Ah! Hey, PD. Is anyone in there? No! There's no one here! Did I not hear a pretty little girl just now? You okay? Your parents not home? No, just me. So you're all alone in there? Yes. Well, not really. I'm playing with Vieta. Hello, sister? No, she's my friend, silly.
from school. No! She's a special friend. Only I can see her. Ah, that kind of friend. I had an invisible friend too when I was his age. Called him Tom. Piet thinks you're full of shit. Sag mal, Pietta, nicht so frech, kleine Dame. What's your name? Paulina. And you're Dan. That's right. How old are you, Paulina? 34. 9, you silly. Are you upset? Will you be all right? I'm scared. The lights went out. It's just a power outage. The building's not feeling well. No! Something is happening. I feel weird. Paulina. Stop it! I can't! It won't let me out! What's going on in there? 1074. Okay, das schreibe ich mir auf. 1074. Ich muss das nicht aussagen. Ich bin doof. Ich muss doch nicht auch 1074 sagen, ich kann 1074 sagen. Ich bin ein Deutscher, ich kann 1074 sagen. Ich 1074. 1074. 1074. Alles klar. Und damit würde ich sagen, wir verabschieden uns. Oder was weiß ich, wir. Ich verabschiede mich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Hier links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und rechts seht ihr das letzte hochgeladene Video. Haut rein und ja. Ciao.